Ja, ich glaube, wir können nicht erwarten, dass wir einen Rekordsieg feiern. Wir haben noch nie so hoch gewonnen, noch nie so viele Punkte erzielt, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die Art und Weise, wie wir verteidigt haben, die Intensität, die wir an den Tag gelegt haben, die war vorbildlich und das war natürlich grandios. Ja, ich dachte, das war ein Offensivspektakel, ne? Also wir haben Dreier kassiert, haben getroffen, wir haben kassiert, wir haben getroffen, das ging ja rauf und runter und alle haben getroffen. Das kommt natürlich nicht so häufig vor. Ich war 49, 48 zur Halbzeit, aber wir haben in der ersten Halbzeit allerdings ein paar Mal nicht an die Regeln gehalten. Haben ganz schwach gereboundet und dadurch ist Hagen überhaupt in die Position gekommen, 48 Punkte zu erzielen. Offensiv waren wir in der ersten Halbzeit schon toll. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit abgestellt und das immer klar und deutlich gemacht, worauf wir uns konzentrieren müssen und war eine tolle zweite Halbzeit. Ja, definitiv. Wir haben klare Regeln. Es ist nicht so, dass die anderen Mannschaften hier reinkommen und wir überhaupt nicht wissen, was Sache ist. Wir gucken uns auch die Spiele der Gegner an, man kennt sich. Und jeder hat Stärken und Schwächen und dass die anderen auch mal einen Korb machen, ist klar. Aber man sollte sie nicht über ihre Schokoladenseite punkten lassen. Und das haben wir in der ersten Viertel nicht wirklich hinbekommen. Aber in der zweiten, ab dem zweiten Viertel, insbesondere ab dem dritten Viertel, war das wirklich toll. Die haben echt Probleme gehabt, überhaupt einen Korb zu machen, streckenweise. Ja, ich denke, wir können noch mehr wechseln, als wir es heute getan haben. Also René ist noch leicht verletzt. Er hat im Karlsruhe-Spiel einen Schlag aufs Knie bekommen und das war unsicher, ob er spielen sollte und deswegen wollte ich ihn auch nicht so lange einsetzen. Justin ist sowieso noch nicht richtig, hat Wadenkrämpfe gehabt und wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Es sind noch ein, zwei Leute ein bisschen angeschlagen. Lukas war auch unklar, ob er spielt, aber wir wollen grundsätzlich noch viel mehr wechseln, als wir es heute getan haben und die Breite unseres Kaders nutzen und wenn natürlich René 5 Minuten 9 Punkte ist, natürlich eine tolle Sache für ihn. Ja. Ja, ich denke, wir haben oftmals den Wurf bekommen, den wir haben wollten. Wir wussten, dass Hagen eine Zone spielt, wir haben uns darauf vorbereitet und wir werden langsam immer stabiler gegen eine Zone. Jeder spielt gegen uns Zone. Mannschaften, die ist halt so. Und wir bereiten uns darauf immer besser vor und heute hat das teilweise exzellent. Natürlich haben wir auch getroffen. Man kann auch super spielen. In Paderborn hatten wir auch ganz, ganz viele freie Würfe, haben sie nicht getroffen. Heute waren die aber drin. Also Hagen ist die mit Abstand beste Rebound-Mannschaft der Liga gewesen. Oder ist wahrscheinlich immer noch statistisch. Und die haben in der ersten Halbzeit nicht gut gereboundet, insbesondere diese eine Phase, die wir da hatten. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit, hat Hagen laut Statistik 0 Offensiv-Rebounds geholt. Also von daher haben wir genau zugehört und das auch perfekt umgesetzt.